Dämpfe und Schwefelgase treten aus. Immer wieder kommt es zu Eruptionen. Kein sehr geeigneter Ort, um Babys aufzuziehen. Die Seebären im nördlichen Alaska machen es trotzdem. Auf Bogosloof, einer winzigen Insel, die die Spitze eines Unterwasservulkans bildet, ziehen sie ihre Jungen auf. Und die Population wächst immer weiter. Forscher rechnen damit, dass 2019 36.000 Jungtiere der Ohrrobben dort aufwachsen werden. Diese Population ist laut den Wissenschaftlern außergewöhnlich. Einer der Gründe könnte das Nahrungsangebot in den tiefen Gewässern nahe der Insel sein. Tintenfische gibt es hier zu Genüge, das freut die Ohrrobben. Dennoch ist die Vulkaninsel unberechenbar. Warum sie sich ausgerechnet hier ansiedeln, ist unklar. Dutzend andere unbewohnte Inseln liegen in der Nähe. Die Forscher hoffen dennoch, dass es zu keinen katastrophalen Eruptionen kommt, damit die Seebären ihre Jungen in Ruhe aufziehen können.